Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miesau. Und ich denke, das wird jetzt auch die letzte Folge sein und dann werden wir jetzt nochmal... Wer ist jetzt noch übrig? Sao Tomes Grab. Ach so. Dorion? Na klar. Stimmt ja, die Gute ist ja auch... Die ist ja uns zuerst weggestorben. Oh, das müssen Yoshino und ihre Lakaien gewesen sein, die Misaos Text an das schwarze Brett geheftet haben. Sie sind echt das Unterste vom Untersten. Aber Misao ist wirklich ekelhaft. Ich fühle Mitleid für Toma, der dieses komische Gedicht überhaupt hat lesen müssen. Es sollte Misao sein, für die du, für die du Mitleid empfindest. Ich fand das Gedicht eigentlich ganz süß. Oh, Tome, du bist einfach zu nett. Oh, können wir ja eigentlich was machen? Nee. Oh, hat sie uns etwa gehört? Oh, ich hab mein Taschentuch vergessen. Ah, Misao, hast du dein Taschentuch vergessen? Hm? Ich leihe dir meins. Sao Tome, gib es mir nur irgendwann wieder. Lügnerin. Versucht immer so nett zu, die Nette zu spielen. Aber du warst diejenige, welche meinen Text für alle sichtbar aufgehangen hat, oder? Was für ein schreckliches Mädchen. Du musst Tome hereingelegt haben. Komm ich jetzt ja auch raus? Warte mal, das Taschentuch, hat sie das nicht irgendwo hier verloren? Ekelhaft. Moment. Achso, sie wird es zu Hause vergessen haben. Die Tür wird nicht aufgehen. Was? Nein. Das heißt, wir haben ja noch irgendwas vergessen. Das geht nicht auf. Baseballschläger. Der gute alte Baseballschläger. Speichern. Und aufbrechen. You can't break it with a barrier. Achso, dafür braucht man jetzt natürlich den Baseballschläger. Ist klar, Mondschatten. So. Na, komm. Hat gedauert. Jawohl. Weit aufmachen, Toma. Lecker. Du machst echt die besten Mittagessen, Otome. Du wirst mal eine sehr gute Hausfrau abgeben. Meine, natürlich. Ah, Toma. Ich werde dir Toma nicht überlassen, Sao Tome. Toma gehört mir allein. Toma! Misao! Was? Mein Toma! Aha. Toma, lass uns jetzt gehen. Toma? Misao! Misao, es gibt nur eine für mich. Toma. Toma? Du machst Witze, richtig? Du hast mir doch gesagt, dass das mit Misao nur ein Spiel ist. Meine schlechte Otome. Ich habe gelogen. Ich liebe Misao. Ich bin so froh, Toma. Das kann nicht richtig sein. Toma! Du verstehst es einfach nicht, oder? Toma mag mich. Du bist diejenige, über die er sich nur lustig gemacht hat. Misao, du bist die Einzige für mich. Und du bist mein einziger Toma, also ich liebe dich. Ah, das ist jetzt sozusagen Otomes Hölle. Nein! Stopp, hör auf! Nimm deine dreckigen Hände von Toma! Sao Tome. Ach so. Sollen wir die jetzt niederdreschen? Kann ich das Item jetzt wechseln? Nee. Ich mach mir Sorgen. Sao Tome, bleib bei mir. Nein, öffne deine Augen, Toma. Du musst einen Schlussstrich ziehen, Sao Tome. Was siehst du denn in Toma? Es ist doch nur seine Erscheinung. Du bist falsch, du liegst falsch. Toma ist cool und nett und er hat mich immer beschützt. Erinnere dich daran zurück, als du in dem Bad attackiert worden bist. Toma hat dich allein gelassen. Toma würde mich niemals im Stich lassen. Toma, er... Ja, bleib weg. Oh, Tom. Was? Jetzt kam ich gerade nicht mit. Oh, Tome. Sao Tome, Toma, Hilfe!
Waug. Thomas! Ja? Thomas hat mich zum Sterben zurück... Ach so, das war der Flashback. Ach so. Das hätte man mal dazu schreiben können. Hat mich sterben lassen. Oder hat mich zum Sterben zurückgelassen. Mondi, kann ich den Baseballschläger haben? Nein, 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 nein. Ich brauche dich nicht, Thomas. Ich hasse dich. Ja, nein. Ich... Thomas. Verschwinde aus meinem Leben. Die sind alle nicht ganz sauber. An der Schule. Aber wenigstens konnte sie sich jetzt von Thomas befreien oder beziehungsweise von diesem kranken Liebesleben. Dann speichern wir nochmal. Und... Mr. Onigawara! It's dangerous to go alone. Take this. Ist das ein Handspiegel? Ja, ich dachte, es könnte vielleicht nützlich sein. Aber der ist so toll. Also, ich würde mir am liebsten noch ein Spiel wünschen, also vom lieben Zen, wo der den Charakter auch nochmal einfließen lässt. Ich mag den Onigawara. Ich frage mich, wofür der ist. Okay, dann wird das jetzt hier wohl Misaos Grab sein. Bleibt ja nichts anderes übrig. Nee, Thomas Grab? Aber Thomas ist doch überhaupt nicht tot. Thomas Grab? Also ist Thomas auch hier? Gut, wir haben sie ja bei dem Ende gesehen, dass sie auf einmal hinter Thomas aufgetaucht ist, also die liebe Misao. Also kann das schon sein, dass sie sich dann auch Thomas geholt hat oder seine Seele oder was weiß ich. Also hat Misao wirklich Thomas in diese andere Welt gezogen. Touch it. Es gibt kein Zurück. Ja. Dann sind wir doch mal gespannt. Misao! Bleib zurück. Die anderen kannst du von mir aus befreien, aber ich werde dir Thomas nicht geben. Warum nicht Thomas? Thomas hat mit dir nur gespielt. Ich weiß, und ich hasse ihn dafür. Aber Thomas, ich hasse ihn so sehr. Und dennoch liebe ich ihn. Es ist seltsam. Wenn du Thomas liebst, dann lass ihn für seinen Seelenhai frei oder so. Mondi, du liebst ihn auch, oder? Ich hatte nur eine Idee, Mondi. Du solltest auch hier bleiben. Wir können hier zusammenbleiben. Wir drei könnten glücklich zusammen sein. Das kann ich nicht. Hm? Thomas? Hä? Oh, vielleicht fängt er jetzt wieder an mit Hüpfen. Das fand ich wirklich amüsant. Bah, Monster! Thomas? Ich bin's doch nur, Misao. Ich bin kein Monster. Oh, der ist so geil, wie er da jetzt versucht wegzurennen. Geh weg, Monster! Thomas, wir können nicht zusammen glücklich... Also wir können nicht glücklich zusammenleben. Misao, sieh dich doch nur selbst in diesem Spiegel an. Was denkst du denn, wie du aussiehst? Uh-oh. Bitte kein krasser Jumpscare jetzt. Das kann nicht sein. Ach Mann, die sieht ja wirklich nicht gut aus. Das bin ich? Nein, nein! Misao? Nein! Sieh mich nicht an! Sieh mich nicht an! Sag mal, könnte mal jetzt hier eher aufhören, wegzurennen? Bring mich hier raus! Ich finde das so lustig. Vor allem, hier ist keine Wand. Ich kann hier drüber laufen. Warum bleibt der da auf der Stelle? Es wäre viel cooler, wenn er hier so dagegen rennen würde. Das wäre cool, ja, aber doch nicht hier so. Okay, dann helfen wir ihr mal. Können wir nochmal speichern? Oh. Warum musste das alles mir passieren? Was habe ich denn getan? Erzähl's mir, Misao. Ich wollte ein langes Leben leben. Ich wollte mit irgendwem glücklich sein. Ich wollte nicht alleine sein. Ich bin so verängstigt. Ich bin hier für dich. Oder ich bin für dich da. Ich werde immer an deiner Seite sein. Wir können nicht zu dritt sein, aber ich weiß, wir beide können glücklich sein. Mondi, warum solltest du oder würdest du... Weil wir Freunde sind, oder? Freunde? Ja, Freunde. Leute, ich merke langsam, wie mir das Pipi in die Augen steigt. Oh. Und offensichtlich nicht nur bei mir. Misao ist auch sehr berührt. Mondi, wir werden immer zusammen sein. Ja. No, das ist so toll.
Mondi, dankeschön. Gern geschehen, Misao. Sag das zweite Ich, was vor dem Bildschirm sitzt. Mondi, Misao. Okay. Hä? War das alles nur ein Traum? Nein, ich glaube nicht. Dankeschön. Nein, war's nicht. Hab ich doch gesagt, Mensch, wir müssen uns mehr absprechen, Mondi. Misao, ich werde dich niemals vergessen. Oh. Ich möchte noch ein Spiel dieser Sorte. Zen, mach dir einen Plan. Sag mal, haben wir den Toma jetzt da vergessen? Schön. Oha, Toma geht zu Mr. Unigawara. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ich meine, die Credits kennen wir ja schon, aber ich glaube, hier wird noch eine kleine Wildergeschichte erzählt. Ah, jetzt kommt doch unsere Freundin zurück, die Ayaka. Oh. Oh, sogar mit Herzchen, sie hat sich gleich wieder verliebt. Ach, und sie ziehen jetzt die Kinder groß, zusammen mit der Aya und mit Mr. Unigawara. Also füllt Mr. Unigawara langsam so seine Welt mit Menschen. Oder mit Menschenseelen oder mit Geistern, weiß ich nicht. Aber es wäre halt mal richtig cool zu wissen, wer er ist. Ende. Nicht schlecht. Please enter the secret password. 11 Charaktere. Ach so, das haben wir hier von Dingsbums bekommen. Na, dann machen wir das doch noch gleich mit. Auch wenn ich das dann noch in eine andere Folge packen muss, Gottes Willen. Also werden es hier auch 11 Folgen werden. Das war, Abandon Hope. Willkommen im Aufnahmeraum. Was ist denn hier los? Na, wie cool. Hier findet man nochmal alle. Nicht schlecht. Können wir speichern? Ach, hier können wir auch richtig speichern. Na, okay, Freunde, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Geheimraum noch in der nächsten Folge an. Dann sind es doch 11 Folgen. Naja, ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Misao, finde mich. Bis dahin, tschüss.